Also, es war eine dunkle Nacht. Es hat geregnet und ich hatte nichts mehr zu essen daheim. Und dann bin ich zum Supermarkt gefahren. Da war aber auch schon so gut wie alles ausverkauft. Ich frag den Verkäufer dann so, haben Sie was zu essen? Und er meinte zu mir, ja, wir haben noch Knoppers da. Und ich so, Knoppers? Knoppers, sagte ich. Was soll das denn sein? Das klingt ja wie ein totes Tier. Aber der Verkäufer drückte mir dann diese Delikatesse in die Hand. Und als ich einmal davon abgebissen habe, konnte ich einfach nicht mehr widerstehen. Ich habe den ganzen Vorrat aufgekauft und mit nach Hause genommen. Und die ganze Nacht habe ich nur noch Knoppers gegessen. Diese cremigen Schnitten. Aber meine Sucht, die wurde immer schlimmer. Ich bin schon in andere Bundesländer gefahren, weil es bei mir keine Knoppers mehr gab. Ich konnte einfach nicht ohne sie. Ich brauche sie. Mich haben die Leute beim Zoll auch immer ganz versutzt angeschaut, als mein ganzes Auto voll mit Knoppers war. Die wollten mir nicht glauben, dass das alles für mich ist. Aber ich meinte nur, Knoppers, ess ich. Ja, ey, Mister, warum ist ihr ganzes Auto voll mit Knoppers? Liefern die sie irgendwo hin? Ne, die esse ich alle. Wollen Sie mich jetzt hier verarschen? Ich glaube noch nicht, dass sie die ganzen Knoppers essen. Knoppers, esse ich.